Ja, hallo, der Michel hier von Mika News. Ich stelle euch heute mal den Traxxas TRX4 Sport vor in Hellgrau. Also eine ganz neue Farbe, gibt es jetzt schon ein paar Wochen. Die ersten Sport, wie ihr wisst vielleicht, gab es in Blau und in Rot. Den TRX4 an sich gibt es ja schon ein paar Jahre von Traxxas, angefangen mit dem roten Defender. Dann gab es verschiedene Modelle aus der Modellreihe. Und dann irgendwann gab es den Sport. Und den Sport gab es ja auch als Bausatz, wo ihr den zusammenbauen könnt, Elektronik frei wählen. Und jetzt gibt es den mit dieser grauen Karosserie. 450 Euro als, ich würde sagen, so mittleres Preissegment ist da. Also es gibt Crawler, die sind etwas preiswerter, Crawler, die sind etwas teurer, die können dann auch mehr. Und der TRX4 Sport, der bewegt sich so, ja, ich sag einfach mal mittendrin. Ausgestattet ist er mit einer 2,4 GHz Fernsteuerung, das seht ihr hier, dann dem XL5 Fahrregler, wasserfesten, Lipo geeignet, dann haben wir einen 550 Titan Motor, ja, ein Imbusschlüsselsatz, eine Anleitung und das war's dann schon. Ihr habt noch eine Schnellanleitung, also sprich eine Anleitung, damit ihr das Fahrzeug auch in Betrieb nehmen könnt, wie das Ganze funktioniert. Ihr benötigt für das Auto, für den Baukasten, braucht ihr noch die Senderbatterien und Fahrakkus. Und wer nicht hat, ein Fahrakku, besser zwei. Falls mal einer leer ist, habt ihr schnell einen zweiten. Fahrakkus 2S, 3S. Habt ihr die Möglichkeit? Wir haben einen Radstand von 312 mm. Und ja, das Fahrzeug ist ansonsten ja vormontiert, hatte ich ja schon gesagt. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, damit ihr mal seht, was da drin ist in dem Baukasten. Viele kennen schon, ihr könnt die anderen Videos von mir mal ansehen. Ich habe ja schon den Mercedes vorgestellt, ich habe den Defender vorgestellt, ich habe den Bronco vorgestellt. Also es sind im Prinzip immer die gleiche Basis drunter. Es ist nur eine andere Karosserie. Das ist eigentlich so ein größten, ja, alles im Prinzip der große Unterschied. Na, da gibt es jetzt wenige Differenzen zwischen den Fahrzeugen, vielleicht noch der Radstand, aber das war es dann schon. Beim Sport sieht es wieder anders aus. Der Sport hat auch die gleiche Plattform. Ihr habt auch Portalachsen dran, also sprich die, dass ihr ein bisschen mehr Bodenfreiheit habt. Da war ja Traxxas so ziemlich der erste Hersteller dabei. Dann haben wir hier Aufklebebogen, Schnellstartanleitung, also eine Anleitung dazu. Dann haben wir hier ganz hinten den Sender. Da muss ich ja einmal durch den ganzen Baukasten gehen. Hier befindet sich die Fernsteuerung. Ein Unterschied bei der Fernsteuerung, beim Sender, der findet sich hier oben. Und zwar fehlen hier oben zwei Knöpfchen, beziehungsweise ein Knöpfchen. Und hier fehlen auch ein paar Schalter. Warum fehlen hier ein paar Schalter? Ihr habt keine sperrbaren Diffs drin, so wie der TRX4 Bronco, wie der Defender und andere TRX4. Nur die Sportserie hat das nicht. Ihr habt keine sperrbaren Diffs. Und was ihr auch nicht habt, ihr habt kein zuschaltbares Schaltgetriebe. Also normalerweise kann man ja in ersten Gang, zweiten Gang schalten. Diese Version oder diese Möglichkeit gibt es nicht. Das müsst ihr dann im Prinzip nachrüsten. Ob man das braucht im Crawler-Bereich, ja, weiß ich nicht, muss jeder für sich entscheiden. Also sollte er beim Kauf auf jeden Fall vorher wissen, ob er das nutzt. Wir haben hier Servo-Trimmung, also sprich gerade Auslauf. Hier oben haben wir einen Z-Knopf zum Einstellen. Batteriefach hier unten, der Ein-Ausschalter. Das sind so die wichtigsten Funktionen. Der Regler ist übrigens programmierbar. Trainingsmodus heißt zum Beispiel, dass ihr langsamer fahren könnt, also sprich, das müssten dann so 50% sein, also kann man gut
Das Fahrzeug habe ich euch hier mal hingestellt. Ich nehme den Baukasten zur Seite und mache mal hier die Karosserieklipse aus, ab, aus, ab. Karosserie präsentiert sich hier so in diesem Design. Ist halt wie gesagt Geschmackssache. Ihr könnt auch rot oder blau kaufen. Das ist dann euch wirklich überlassen. Ich habe mich jetzt für den entschieden. Im Prinzip, das ist jetzt völlig egal. Ansonsten, Radstand habe ich gesagt, ihr habt 312 mm. Wir haben den XL05 Fahrregler. Wir haben hier schöne, griffige, alte Rennreifen, denn ich es mal. Na, die sind eigentlich ganz gut für jedes Gelände geeignet. Dann haben wir Metallzahnräder drin. Dann, wenn wir jetzt hier drehen, wenn ich hier mal drehe, merkt ihr schon, wir haben keine Differentiale. Wir haben Starksen drin. Reicht ja auch, wir wollen ja maximalen Vortrieb haben. Dann haben wir hier das große Akkufach. Für Traxxas typisch. Hier die Schnellwechselhalterung. Also hier ist nicht mit Klippen oder ähnliches. Der Regler ist auf der Seite. Hier seht ihr, da fehlt was. Ja, was fehlt denn da? Hier genauso. Hier fehlt auch was. Dort kommen normalerweise die Schaltservos rein, beziehungsweise das Servo für das Zweiganggetriebe. Wir haben hier die typischen einstellbaren Stoßdämpfer mit Aluminiumgehäuse, einstellbar über diese Rändelmutter. Also das ist geblieben. Dann hier die spritzwassergeschützte Empfängerbox, auch ganz cool. Also sprich, wenn ihr mal durchs Wasser fahrt, solltet ihr da keine Probleme haben. Dann haben wir hier Servo, ein 2075X, ist aber auch im TRX4 drin. Hier seht ihr die Skip-Platte. Wir haben hier Vierlink-Aufhängung, ist auch geblieben. Beziehungsweise hier vorne haben wir eine Dreilink-Aufhängung mit einem Penhardt-Stab hier drin. Dann seht ihr hier sehr gut die Portalachsen. Ich hoffe, man sieht es. Dadurch kommt ihr vom Achsgehäuse gesehen hier. Das Achsgehäuse ist höher als die Achse von den Rädern. Auch wieder ein Vorteil, mehr Bodenfreiheit. Und dadurch wird das Auto natürlich hier in der Mitte wesentlich gelenkgängiger, weil ihr hier viel, viel mehr Platz habt. Ja, dann hier ganz schick. Diffcover in Rot. Stahlrahmen. Schaumstoffeinlagen sind drin. Und ja, das war jetzt eigentlich so das Wichtigste vom Fahrzeug. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Fahrzeuge, klickt euch einfach durch die ganzen Videos durch. Ich habe TRX6, ich habe TRX4, ich habe TRX4 Sport, ich habe Fahrvideos gemacht, ich habe die Fahrzeuge vorgestellt im Unboxing. Und da könnt ihr vergleichen, ob vielleicht der Sport hier eine Alternative ist zu einem der anderen Fahrzeuge. Oder eben, ihr entscheidet euch, ja, zum Beispiel für ein 6x6 wäre ja auch eine Variante. Also die Auswahl ist riesig. So als Zwischending zwischen nicht zu preiswert, zuverlässig, robust, Portalachsen, komplett kugellagert ist es auch, aber das haben ja, sind ja die meisten. Zu der TRX4 mit dem schaltbaren Zweiganggetriebe, mit den zuschaltbaren Differential, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Welches Fahrzeug ihr am Ende nehmt, das müsst ihr selbst entscheiden. Ja, ich hoffe, hat euch das Video gefallen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Crawlen oder bei anderen Fahrzeugen. Ja, das muss ja nicht unbedingt ein Crawler sein. Kann ja auch ein Tourenwagen sein, es kann ja ein Buggy sein.